Ja, guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer Predigt an einem meiner Lieblingssonntage, nämlich dem Sonntag Quasimodo Geniti. Die Kirche kennt ja 6 Sonntage nach Ostern. Sie beginnt die Zählung mit dem Sonntag nach Ostern und endet mit dem Sonntag nach Christi Himmelfahrt. Und es ergeben sich daraus dann also unter Einbeziehung von Ostersonntag und Pfingstsonntag insgesamt 8 Sonntage, was eine ganz besondere Zahl ist. Ich glaube, ich habe das vielleicht schon mal bei euch auch erwähnt. Man kann daran erkennen, dass die 8 eine ganz besondere Zahl ist, dass zum Beispiel im DFB-Fußballregelwerk die Regel Nummer 8 die Regel des Anstoßes ist. Das heißt, wenn die 8 dabei ist, dann wird ein neues Spiel angestoßen. Und genau das ist ja an Ostern geschehen und geschieht immer wieder, wenn wir Ostern feiern. Im Periodensystem der Chemie ist die 8 übrigens die Ordnungszahl für Sauerstoff. Das heißt, wo die 8 dabei ist, da geht es darum, dass man frei durchatmen kann, also etwas, das man besonders allen Covid-19-Patienten von Herzen wünscht. Und wer es biblisch mag, 8 Menschen wurden durch Noahs Arche vor der Sintflut gerettet. Und in der christlichen Zahlensymbolik des Mittelalters ist die 8 die Zahl des glücklichen Anfangs, des Neubeginns, der geistigen Wiedergeburt, der Taufe und der Auferstehung, womit wir wieder bei Ostern angelangt werden. Mit den 8 Sonntagen der Osterzeit fängt alles an. Es beginnt etwas Neues. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass mit Ostern 2020 auch die Lockerungen der Quarantänezeit einhergehen und sich ein beginnender Sieg über das Coronavirus abzeichnet. Die Reproduktionsrate in Deutschland liegt mittlerweile bei 0,7 und die Zahl der Heilungen hat die Zahl der Neuinfizierungen überholt. So hat zumindest der Jens Spahn vor ein paar Tagen mal erzählt. Und ich finde, all das zeigt doch, dass die Quarantäne der richtige Weg war und ist. Ja, natürlich. Der Alltag ist anstrengender geworden mit diesen ganzen Kontaktsperren, Besuchsverboten, Social Distancing und dergleichen mehr. Aber ich denke mir immer, muss man denn gleich von Diktatur reden, wie das so mancher dieser Tage tut? Da schreibt zum Beispiel ein Journalist, in diesen Tagen kann ich manchmal nachempfinden, wie es sich anfühlen würde, einer Diktatur ausgeliefert zu sein. Nun, wenn man dann genauer hinguckt, was da eigentlich passiert ist, ist er vielleicht wegen eines Artikels verhaftet worden oder bekam er ein Berufsverbot? Nein, er hatte beim Spaziergang 2-mal einen Mannschaftswagen der Polizei vorbeifahren sehen. Und das hat ihn irgendwie in Angst versetzt. Und er schreibt dann, sie beäugten uns Flaneure misstrauisch, als seien uns blitzartige Zusammenrottungen zuzutrauen. Aber mehr ist gar nicht passiert. Und während viele Menschen in aller Welt um ihr Leben kämpfen, um ihre berufliche Existenz kämpfen, sich selbst in Gefahr bringen, 12 Stunden am Tag arbeiten bis zum Umfallen, schwadronieren dann andere von Diktatur und wälzen irgendwelche Verschwörungstheorien. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Es geht mir nicht darum, exzessive Kontrollen der Polizei zu rechtfertigen, sondern mir geht es eher darum, dass wir ein Maß, eine Verhältnismäßigkeit bewahren. Und was mir so an den Beiträgen der ganzen Mahner auffällt, ist das scheinbare Desinteresse an dem Sterben und Leiden in der Welt. Ich finde, da wird die Aufmerksamkeit von dem, was eigentlich passiert, abgelenkt. Überall um uns herum sterben doch unglaublich viele Menschen. In Italien, in Spanien, in Frankreich verteilt die Armee schwer erkrankte Patienten im ganzen Land. In New York sind schon Tausende tot und der Höhepunkt der Krise ist dort ja noch gar nicht erreicht. Aber wir
jammern und beschweren uns über die böse Regierung, die uns vorschreibt, zu Hause zu bleiben? Ich finde, dabei lenken wir unseren Blick immer wieder auf das für uns Negative, das für uns Unangenehme, anstatt verstärkt auch mal das Positive in den Blick zu nehmen. Denn auch das ist doch wahr, die Hilfsangebote explodieren geradezu. In der Krise zeigt sich ein tatsächlich existierender Grad an Gemeinschaftssinn in unserer Gesellschaft. Und das ist doch gut. Egal, ob die praktische Nachbarschaftshilfe beim Einkauf, die familienübergreifende Kinderbetreuung oder die Unterstützung der eigenen Eltern mit dem Gang zur Apotheke oder sonst etwas. Die Hilfsbereitschaft nimmt Ausmaße an, die man vor Monaten noch gar nicht für möglich gehalten hätte. Familien rücken zusammen, Kinder lernen anders, Berufstätige entschleunigen und die Bundesregierung handelt. Bewegung wird für viele zum neuen Zeitvertreib, die Umwelt wird entlastet und vieles andere mehr. Darum also noch einmal ein ganz positives und herzliches Willkommen zu diesem virtuellen Gottesdienst in Corona-Zeiten. Die Kirchengebäude müssen zwar geschlossen bleiben, aber die Kirche ist natürlich nie geschlossen. Denn wir merken dieser Tage, die Kirche ist gar kein Gebäude. Die Kirche, das sind wir. Und wir finden immer wieder andere Formen, um trotz aller Widernisse miteinander verbunden zu bleiben. Und auch, ja, es ist durchaus ein ungewöhnlicher Gottesdienst heute Morgen. Ich habe nur ein T-Shirt an, was ich sonst ja eigentlich nie tue bei euch. Im Hintergrund seht ihr eine Brandcollage von Johannes Schreiter, die mir so passend erschien für diese Zeit als Hintergrund. Wir sitzen alle zu Hause. Ich sehe euch hier oben in Kacheln in euren Wohnzimmern sitzen. Wir sehen uns, aber wir sehen ja auch nur einen Teil von uns. Wir sehen uns im Grunde genommen ja nur bis hierher. Und eine Freundin, die hat mir erzählt, ich fand die Geschichte so lustig, dass sie sich zum ersten Mal öffentlich in einem Gottesdienst die Fußnägel lackiert hat. So, vielleicht könnten wir uns ja da nachher beim virtuellen Kirchcafé miteinander austauschen, was wir so alles während des Gottesdienstes getan haben. Aber was auch immer sich an äußeren Umständen verändern mag, eins bleibt auf alle Fälle gleich. Und das ist, dass ich hoffe, dass ich euch auch heute Morgen eine frohmachende Botschaft predigen kann. Denn das heißt Evangelium und sonst nichts. Und danach verlangt es meine Seele, so wie die neugeborenen Babys nach der Muttermilch. Der heutige Sonntag, Quasimodo Geniti, ist übrigens nicht nur mein Lieblingssonntag, weil er so absolut cool klingt. Nein, er ist es auch inhaltlich. Übersetzt heißt Quasimodo Geniti nämlich, schaltet quasi einen Modus wie die Kinder ein, wenn ihr die Welt betrachtet. Der Name Quasimodo Geniti geht zurück auf die vorreformatorische Zeit und leitet sich von den ersten Worten des lateinischen Introitus der römisch-katholischen Messe für diesen Sonntag ab. Quasimodo Geniti infantes Halleluja, rationabile sine dolo lac concupiscite Halleluja. Biblisch stützt sich die Bezeichnung Quasimodo Geniti auf einen Text aus 1. Petrus 2, Vers 2. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Und die unverfälschte Lehre unseres Glaubens ist doch, dass Gott in seiner großen Barmherzigkeit sich uns zugewandt hat, dass seine Liebe bedingungslos ist, dass durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung an Ostern ein neuer Anfang, eine neue Hoffnung in diese Welt gekommen ist. Und wenn wir nach dieser unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen, dann, so schreibt es Petrus weiter in 1. Petrus 2, Vers 2, dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Rettung, erreichen.
Und der Name Quasimodo Geniti, der hat sich dann eben auch in den evangelischen Kirchen für den ersten Sonntag nach Ostern bis heute erhalten. Und das aus gutem Grund, wie ich meine. Denn nach dem Spiel ist vor dem Spiel, heißt ja ein geflügeltes Wort aus dem Sport. Bei uns in der Christenheit heißt es so ähnlich. Für die Kirche Jesu Christi heißt es, nach Ostern ist vor Pfingsten. Nach Ostern ist vor Pfingsten. Manche haben ja vielleicht gedacht, jetzt haben wir uns lange mit der Fastenzeit auf Ostern vorbereitet und dann war es jetzt endlich soweit. Jesus ist auferstanden. Wir haben uns alle gefreut und damit endet Ostern. Aber weit gefehlt. Mit der Auferstehung fängt Ostern erst richtig an. Und jetzt befinden wir uns mitten in der Osterzeit drinnen. Mit Ostersonntag, 6 Sonntagen nach Ostern und dem Pfingstsonntag. Und die 6 Sonntage nach Ostern sind eben Quasimodo Geniti, Misericordias Domini, Jubilate, Cantate, Rogate und Ex Audi. Und es gibt so einen schönen Merkspruch, mit dem man sich diese 6 Sonntage nach Ostern einprägen kann. Den fand ich sehr witzig. Dieser Satz heißt: Quitten müssen junge Christen roh essen. Quitten müssen junge Christen roh essen. Quasimodo Geniti, Misericordias Domini, Jubilate, Cantate, Rogate und Ex Audi. Quitten müssen junge Christen roh essen. Und jeder dieser 6 Sonntage hat auch seine eigene Bedeutung. Mit jedem dieser Sonntage soll unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte des Reiches Gottes gelenkt werden, damit wir uns auf das Pfingstereignis vorbereiten können, auf die Ausgießung der heiligen Ruach über alles Fleisch und auf die Geburt der Kirche. Und die Kernaussage dieses Festtages Quasimodo Geniti ist die kindlich vertrauende Kraft der Hoffnung. Während der Archetypus des ungläubigen Thomas in uns allen uns immer wieder mit dem Wunsch konfrontiert, dass wir Glaubensinhalte sehen wollen und dass wir sie verstehen wollen, lenkt der Wochenspruch für den Sonntag Quasimodo Geniti unseren Blick darauf, dass der Glaube an die Auferstehung vor allem ein Vertrauensakt ist und sich nicht nur auf eine beweisbare Tatsache richtet. Und dieser Wochenspruch ist 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 1. Petrus 1, Vers 3. Hoffnung und Vertrauen. Hoffnung und Vertrauen, das sind Kostbarkeiten in Krisenzeiten wie dieser. Und man muss sich das ja mal vor Augen halten. Das war damals, als Ostern zum ersten Mal passiert ist, war das genauso wie heute. Wir versuchen uns das mal vorzustellen, wie ist das wohl gewesen damals nach Ostern in Jerusalem? Einige hatten Jesus schon gesehen. Andere hatten ihn noch nicht gesehen und die mussten darauf hoffen, dass ihnen das auch mal passiert, oder sie mussten darauf vertrauen, dass es wahr ist, was andere ihnen darüber erzählt hatten. Manche hatten schon mit Jesus gefrühstückt. Mit anderen traf der auferstandene Jesus sich und besprach mit ihnen die Dinge des Reiches Gottes und wie das jetzt alles weitergehen sollte. Über allen schwebte aber das Damoklesschwert der Verfolgung. Denn jeder, der behauptete, den gekreuzigten Jesus lebendig gesehen zu haben, war vogelfrei und konnte sofort ins Gefängnis geworfen werden oder in einer dunklen Ecke gesteinigt werden. Damals wusste man also auch nicht so recht, wie man sich fühlen sollte. Soll man hoffen? Darf man vertrauen? Die Auferstehung war ein Anfang. Aber wer das laut sagte, mit dem konnte es schnell zu Ende gehen. Oder dann der Soldat, der am Kreuz erkannt hatte, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Der saß
in seiner Kaserne und fragte sich, wie er das jetzt alles einzuordnen hatte. Wenn Jesus wirklich Gottes Sohn ist, was folgt denn jetzt eigentlich daraus? Von den Auferstehungsgerüchten hat er ja wahrscheinlich auch gehört gehabt und fragt sich, ob da was dran ist. Wo soll man nur hingehen, um das zu überprüfen, ohne dass man gleich fertig gemacht wird? Und es ist damals dasselbe wie heute. Letztlich kann nur eine hoffnungsvolle Gottesbegegnung den Zweifel ausräumen. Aber wie soll das geschehen? Wie ereignet sich eine Gottesbegegnung? Ich meine, bei Thomas war es leicht. Da trat Jesus einfach selbst durch die Tür und Thomas durfte ihn berühren. So ein Erlebnis ist ein echtes Gnadengeschenk. Aber was kann man tun, wenn man so etwas nicht erlebt hat? Und dazu muss man dann die Kraft der lebendigen Hoffnung aktivieren. Diese Kraft, die in uns angelegt ist. Und davon spricht Petrus in unserem Wochenspruch 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Vers geht, aber ich habe mich unwillkürlich sofort gefragt, warum hast du uns eigentlich nur zu einer Hoffnung wiedergeboren? Wäre es nicht viel cooler gewesen, Gott hätte uns als Supermans wiedergeboren, als Menschen, die vor Corona und vor allen anderen schlimmen Dingen geschützt sind. Warum nur eine lebendige Hoffnung? Und das hängt damit zusammen, dass wir zwar nicht von dieser Welt, aber eben doch in dieser Welt sein sollen. Wir sollen sympathisch sein für unsere Umwelt. Und dieses lateinische Wort sympathisch heißt ja auf Deutsch mitleiden, mit allen anderen zusammen leiden. Und das beschreibt in einem Wort im Grunde genommen das ganze Kreuzesgeschehen. Jesus Christus ist der sympathische Gott. Er ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten, dadurch, dass er bei uns ist, dass er mit uns leidet, dass er mittendrin ist in allem, was auch wir erleben. Und wir sollen in Folge eben auch sympathisch sein, so wie unser Gott auch. Wir sollen mitleiden. Und wir sollen nicht irgendwie cocktailschlürfend an irgendeinem Pool liegen und den armen noch nicht Christen irgendwelche schlauen Sprüche zurufen. Mittendrin sein und nicht daneben sein, könnte man auch sagen. Für mich bleibt von diesem Petrussatz vor allem hängen, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und das bedeutet doch, wir sind nicht nur erfüllt von Hoffnung, was ja auch schon viel wäre, gerade jetzt auch in diesen Zeiten der Corona-Pandemie. Aber hier wird ja noch viel mehr verheißen. Jeder und jede von uns, wir alle gemeinsam, wir sind lebendige Hoffnung. Von Ostern her, im Sinne von Kreuz und Auferstehung. So, jetzt müssen wir sind lebendige Hoffnung, jetzt müssen wir sie einfach nur noch aus uns herauslassen. Hoffnung ist ja ganz allgemein gesprochen eine fundamentale, positive Erwartungsemotion, die mit optimistischer Spannung und Zukunftssehnsucht verbunden ist. Hoffnung ist die umfassende, emotionale und handlungsleitende Ausrichtung eines Menschen auf die Zukunft. Aber die Hoffnung, von der Petrus redet, die geht sogar noch weiter. Die gründet sich auf etwas, das außerhalb unserer selbst geschieht. Sie gründet sich darauf, dass Gott ein lebendiger Gott ist, der uns begleitet und der eine Geschichte mit der Menschheit hat, der also sympathisch ist. Und weil er bei uns ist, können auch wir im Glauben hoffnungsvoll nach vorne schauen und die Gegenwart im Licht des Reiches Gottes sehen. Wer diese Hoffnung in sich trägt, der hat Gedanken des Friedens und der Freude in sich. Ostern
ist ja nicht nur ein Gedenken an ein längst geschehenes Ereignis, sondern das ereignet sich immer wieder. Wenn es nur das historische Datum wäre, dann wäre es ein düsteres Fest. Aber Ostern lebt von der Hoffnung, dass dieser Gott, um den es geht, lebendig ist, aktiv ist, auch jetzt und hier in unserer Zeit. Und mit jedem der 8 Sonntage in der Osterzeit geht uns praktisch ein Licht mehr auf. So wie wir auch in der Adventszeit ja mit jedem Sonntag ein Licht mehr angezündet haben, um uns auf Weihnachten vorzubereiten. Und jetzt bereiten wir der Hoffnung auf einen Neuanfang den Weg. Wir lassen diese Hoffnung anwachsen. Und mit dieser Hoffnung im Herzen bereiten wir dem Herrn selbst den Weg. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir sind lebendige Hoffnung. Wir sind Hoffnungslichter in der Krise. Mal hell leuchtend, mal flackernd leuchtend. Und dass wir Hoffnungslichter sind, dass wir eine lebendige Hoffnung sind, das hat großartige Auswirkungen auch auf den Körper eines Menschen. Wissenschaftliche Untersuchungen haben nämlich ergeben, dass Menschen, die glauben und die Hoffnung haben, schneller gesund werden. Sie genesen schneller, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt, selbst Knochenbrüche und Verbrennungen heilen schneller. Menschen ohne Hoffnung dagegen werden eher depressiv. Sie haben den Glauben in sich, in die momentane Situation und in die Zukunft verloren. Sie sehen keinen Sinn mehr darin zu leben. Sie glauben, keine Einflussmöglichkeiten zu haben. Und ich habe eine Geschichte gelesen, die zeigt, wie wichtig Hoffnung und Zuversicht sind. Da geht es um einen Mann, der wurde aus Versehen in einem Kühlhaus eingeschlossen und er wusste, dass bis zum nächsten Morgen niemand mehr kommen würde. Und er glaubte, das ist mein Todesurteil. Er hatte keine Hoffnung, eine ganze Nacht lang bei solcher extremen Kälte überleben zu können. Und so schreibt er an seine Familie einen Abschiedsbrief. Und tatsächlich am nächsten Morgen findet man diesen Mann tot auf. Allerdings war sein Tod allen irgendwie doch unverständlich. Denn in der Nacht war die Kühlanlage ausgefallen. Und eigentlich hätte er überleben können müssen. Er war also an seinem Glauben gestorben, keine Überlebenschance zu haben. Er hatte die Hoffnung aufgegeben und sich damit praktisch selber zum Tode verurteilt. Die Hoffnung aufgeben bedeutet, nach der Gegenwart auch die Zukunft preiszugeben. So hat das der Schriftsteller Pearl S. Buck mal sehr treffend formuliert. Die Hoffnung aufzugeben bedeutet, nach der Gegenwart auch die Zukunft preiszugeben. Und diese lebendige Hoffnung, die möchte Gott allen Menschen der ganzen Welt, gerade jetzt auch während der Pandemie, schenken. Und er will sie ihnen in einer ganz besonderen Weise schenken. Gott möchte der Welt Hoffnung schenken durch uns, durch dich und durch mich. Er möchte der Welt Hoffnung schenken durch uns Christen. Und darum hat er uns zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren. Wenn wir auch in den allgemeinen Jammerchor einstimmen, dann hilft das niemandem. Lasst uns doch vielmehr die Stimme der Hoffnung erheben, das rauslassen, was in uns angelegt ist. Die Welt braucht keine Wildwestchristen, die das Coronavirus im Gebet zerstören. Die Welt braucht keine selbsternannten Propheten, die vor der Übernahme der Welt durch Reptiloide warnen. Die Welt braucht auch keine christlichen Verschwörungstheoretiker, die jetzt Bill Gates unterstellen, Corona erfunden zu haben, damit er allen Menschen das Zeichen des Tieres in Form eines Mikrochips einpflanzen kann. All das und noch viel mehr braucht die Welt nicht. Die Welt braucht Hoffnung. Und genau dazu, sagt Petrus, hat Gott uns Christen in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Aber wie geht Hoffnung?
Wie lebt man das aus, wozu wir geboren worden sind? Wie lässt man das raus? Wie setzt man das frei? Und dazu habe ich analog der 8 Sonntage der Osterzeit 8 Tipps gefunden, wie das funktionieren könnte, die ich euch dann im Anschluss der Predigt auch in den Chat stellen werde. Tipp 1. Sprich dir selbst jeden Tag laut Mut zu. Denk es dir nicht nur, sondern sprich es laut aus. Sprich dir laut Mut zu. Und wenn dir selbst dabei keine positiven oder mutmachenden Gedanken für dich selbst einfallen, dann stell dir einfach vor, du würdest jemandem gegenüberstehen, der den Mut verloren hat. Was würdest du diesem Menschen in der Situation sagen? Wie würdest du ihm Mut machen? Oder andersrum, du schlägst einfach eine Konkordanz auf, suchst das Stichwort Hoffnung und dann liest du alle Bibelstellen laut vor, in denen das Wort Hoffnung vorkommt. Tipp 2. Rufe dir positive Erfahrungen aus der Vergangenheit in Erinnerungen, jeden Tag neu. Welche Situation hast du schon einmal gemeistert? Was ist alles gut verlaufen in deinem Leben? Oder du schaust in die Geschichte Gottes, in die weltliche Geschichte. Wann gab es Situationen in der Vergangenheit, wo auch alles aussichtslos aussah und es hat sich dann doch eine Lösung ergeben? Tipp 3. Suche in der Bibel, in deinem Umfeld oder gerne auch im Internet nach Menschen, denen bereits eine Lösung gelungen ist. Und dann nimmst du dir die als Vorbild. Mach dir ihre Erfahrungen zunutze. Setze deren Lösungsstrategien. Geh einen Tag lang in ihren Schuhen, wie der Indianer so sagt, und imitiere sie. Tu mal so, als wärst du dieser Mensch, der bereits eine Lösung gefunden hast, und leb das aus. Und ganz wichtig dann, Tipp 4. Meide Menschen, die alles schwarz sehen und dramatisieren. Meide sie unbedingt. Suche die Gesellschaft positiv und gut gelaunter Menschen, so oft es nur irgend geht. Tipp 5. Nimm die negative, die scheinbar aussichtslose Situation, wie zum Beispiel eine Krankheit oder jetzt eben die Krise, nimm das für einen Augenblick einmal an. Denn je mehr du dagegen ankämpfst und damit haderst, dass es gerade dir jetzt passiert, desto mehr sinken deine Abwehrkräfte. Nimm also die Situation für den Augenblick an und nutze die frei gewordene Energie und suche nach dem persönlichen Geschenk in dieser Situation. Denn wenn es wahr ist, dass alles zwei Seiten hat und dass, wenn man das Ganze in den Blick nimmt, es immer eine positive und eine negative Seite gibt, dann stimmt das auch für diese Situation. Und das ist nicht leicht zu finden, sondern da muss man sich auf die Suche machen. Aber da wir eh alle zu Hause bleiben sollen, können wir uns diese Zeit auch nehmen. Suche nach dem persönlichen Geschenk, nach deinem persönlichen Geschenk in dieser Situation jetzt. Tipp 6. Mach dir hoffnungsvolle und zuversichtliche Gedanken. So in der Art, was auch immer auf mich zukommt, es wird eine Lösung geben. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von woher mir Hilfe kommt, wäre ein guter Psalm, den man dann laut immer wieder vorlesen kann, so lange, bis es zu einem Herzensgebet wird. Tipp 7, werde aktiv. Bleib nicht sitzen, erdulde nicht passiv die Situation, befreie dich aus der Opferrolle, denn durch Aktivsein hast du den Eindruck, die Kontrolle auszuüben. Und das wiederum nährt deine Hoffnung, eine Lösung finden zu können. Und schließlich Tipp Nummer 8, sei dankbar. Sei dankbar. Und sei vor allem schriftlich dankbar, nicht einfach nur so ein bisschen rumdenken und es dann wieder verfliegen lassen, sondern schreib es dir auf, wofür du dankbar bist. Das hat mich sehr
beeindruckt bei dem deutschlandweiten Gebet vorige Woche, das dazu aufgerufen wurde, 5 Dinge aufzuschreiben, für die man konkret dankbar ist. Und wer das wollte, der sollte das dann auf der Website veröffentlichen. Und in kürzester Zeit ist der Server dieser Website zusammengebrochen unter der Flut der Dankbarkeit, die dadurch losgetreten wurde. Und ich finde, das sind doch fantastische Zeichen, Dinge, die es gilt, weiterzuleiten, weiterzutragen und in den Blick zu nehmen, weil das Hoffnung aufkommen lässt. Und ich finde, das sollte uns auch unbedingt erhalten bleiben nach der Krise. Das wird uns auch in der Zukunft immer wieder weiterbringen. Mehr als der sicherlich auch notwendige Blick auf all das, was nicht läuft. Das heißt, wenn wir Hoffnung ausstrahlen, das Licht Gottes in der Dunkelheit leuchten lassen, dann bereiten wir Jesus den Weg. Und dass uns das gelingt, dazu wünsche ich uns allen wie immer ganz viel Spaß und Gottes reichen Segen. Amen. So, und jetzt